Herzlich willkommen zum Rätsel des Klangs. Mittwoch hat doch schon so einen klangvollen Namen, ne? Da können wir doch erstmal gucken, ob wir hier rasten können. Nein, natürlich sind Feinde in der Nähe. Da haben wir genug Zauber. Ich würde mal sagen, wir zaubern auf jeden Fall noch dieses hier. Was bist du? Ein riesiger Wasserelementar. Nein, dich wollen wir nicht. Du kannst gehen. Du hast ausgedient. Riesiger Wasserelementar, willst du mich veräppeln? Ja, will es. Ja, ich will. Gut, dann hoffen wir mal, dass der riesige Wasserelementar uns nicht wieder alle ertränkt. Und was bist du, ein Bodak? Bodok? Bodak, Champion der alten. Oh Gott. Der tötet uns doch jetzt gleich alle instant. Kritische Treffer, immun gegen Todesmagie. Der wendet sie ja selber an, sonst würde er selber sterben. Ist das aus der Fee geworden, die hier noch rumflog und uns die Rätsellösung zeigte. Das sah gerade sehr spooky aus, als würde sich das mittlere Fenster. Ja, optische Täuschung. Das sieht. Toll, Täuschung. Optische Täuschung. Es sieht aus, als würde sich dieses Fenster hier 3D-mäßig bewegen. Dabei bewegt sich nur die Umgebung mit und nicht das Fenster. Aber das ist nur, solange wir hier auf dieser Linie bleiben. Oder? Oder habe ich jetzt Klick in der Optik, weil 7 Uhr ist? Es ist schon längst nicht mehr 7 Uhr, es ist wahrscheinlich 8:30 Uhr. Nein, auch nicht. Es ist wahrscheinlich kurz nach 7:30 Uhr, wollte ich sagen. Und ich drücke mich gerade ein bisschen vor diesem Bodak. Haben wir denn einen Schutz, Schutzring plus 3 und Schutz gegen Elementarresistenz? Hier, dieses blöde Amulett brauchen wir doch gar nicht mehr. Ich hätte gerne ein Amulett gegen Todesmagie. Immunität gegen Todesmagie. Aber das haben wir nicht im Angebot, wa? Nee. Schade. Das ist sicher auf unserem Mantel drauf, ja. Ja. Ganz bestimmt haben wir Schutz vor Todesmagie auf unserem Mantel. Das ist der Sternenumhang, der hat sowas inklusive. Ja, guck, hier steht's. Da unten, da kann ich jetzt leider nicht hinscrollen, weil es da gar nicht wirklich steht. So, was steht denn da? Bodaks haben eine unheimliche graue Hautfarbe. Sind völlig haarlos. Jede Rasierfirma würde sich da im Grabe umdrehen, nachdem der Bodak sie da reingemanövriert hat. Naja. Und ihr Blick ist auf entsetzliche Weise leer. Zum Glück mit 2 E. Es sind untote Überreste von Kreaturen, die durch die Berührung des Bösen zerstört wurden. Ja, dann kann das wirklich sein, unsere Theorie. Was macht es? Es hat was getrunken. Das ist ja fies. Eine KI, die mitdenkt. Eine KI, die sich selber bufft. Das gefällt uns nicht. Ja, fängt schon gut an. Ich dachte gerade, Dalen fällt tot um. Dalen fällt tot um. Aber auch der Bodak fällt tot um. Und jetzt müssten wir mehr. Willst du mich angreifen? Ich konnte nichts dafür. Er ist halt gestorben. Für uns. Es kann sein, dass wir jetzt mehr Erfahrungspunkte bekommen haben. Das ist hier nicht ganz so offensichtlich wie jetzt bei Icewind Dale oder ist es bei Baldur's Gate auch so, dass die Erfahrungspunkte unter den Gefährten aufgeteilt werden? Eine Feenflasche. Ach, die ist da eingesperrt. Oh, die Arme. Ein Bodak-Zahn. Den reißen wir doch liebend gerne aus. Da die Feenflasche. Durch das dunkle Glas dieser Flasche könnt ihr ein kleines Wesen erkennen. Es ignoriert euch und ist völlig vertieft darin, verschiedene Instrumente zu spielen, die auf dem Flaschenboden verstreut liegen. Rapunzel, du hast sehr gute Augen. Aber bevor wir mit der Fee sprechen, werden wir natürlich Dalen herbeirufen wieder. Wieder mitnehmen. Falls er überhaupt noch möchte, nach dem zweiten Mal seid ihr in diesen Ruinen jetzt schon mit uns für Der uns Übergang gestorben in die ist. Welt. Ja, Entschuldigung, dass ich deinen Vortrag über die Zwischenwelt hier mal unterbreche. Aber lass uns reden, Dalen. Ich weiß, du willst mehr Lohn. Aber ist nicht drin, ne? Ich musste schon Aufstockung beantragen beim Amt, weil das Unternehmen Rapunzel und Co. KG hat überhaupt gar kein Vermögen. 191.000
296 Gold. Gut, okay. Du kriegst einen Teil vom Braten. Das Ei kriegst du. Kennt ihr Hackbraten mit Ei? Ist eine Kalorienbombe. Man kann jetzt auch nicht so viel am Stück essen, aber es ist lecker. Warum denke ich um 7 Uhr morgens, okay? Warum denke ich so früh am Tag an Hackbraten mit Ei? Also, ich habe ja noch nicht mal gefrühstückt. Wow, ich liebe es, wenn hier nur Gold spawnt in den Kisten, finde ich gut. Besser als 3 Pfeile oder eine Fackel, die mit einer Falle und einem Schloss gesehen. 71 Gold, was ist hier? Gei! Oh, das war knapp. Hallo Melanie. Hier ist rot. Der rote Herbst. Nein. Rote Kiste. Ist nicht von Santa Claus. Die Überraschung darin ist eine ganz andere Art. Na, können wir die zufälligerweise identifizieren? Nein, wir sind zu blöd dafür. Dafür ist Allgemeinwissen gut, ja? Um Stiefel zu identifizieren. Schon wieder Gold. Herrlich. Guter Raum, schöner Raum. So, dat Fee. Was machen wir jetzt mit der Fee? Wir haben ja schon eine. Jetzt haben wir 2 Melanies. Hier, 2 Melanies. Sagen werde ich euch, um frei zu sein. Du, das kennen wir schon. Das hast du schon mal. Also 1. Stimmt das mit unseren Aufzeichnungen überein? Nicht ganz. Nicht ganz. So, in Wirklichkeit ist das nämlich... wir machen das jetzt... Wir ziehen da halt immer 1 ab. So, wir starten hier eigentlich. Hier Start. Start. Das heißt, 8 ist jetzt 1 und... Oder andersrum. 1 ist 2. Das heißt, wir zählen... Wir fangen hier an, streichen uns die 8 und zählen zu den anderen Sachen halt immer 1 dazu. So. Wir warten, sollen wir jetzt warten, dass sie alles macht, oder? Ja, sie ist jetzt sowieso einfach, sie ist jetzt sowieso fertig. Das ist doch schön, das ist doch fein. Ja, wunderhübsch, wunderhübsch. So, 1, 2. Dann müssen wir darüber. Ich glaube, das war falsch. No. No. Wie kann man das zurücksetzen, Fee? Ich heiße euch willkommen. Ich heiße euch willkommen. So. Wieso machen wir es uns so kompliziert, ja? Wir rennen ihr einfach hinterher. Und ich schreibe mir das auf, ja? Und anstatt... naja, vielleicht funktioniert das ja gar nicht. Aber es ist ja was anderes, wenn wir diese Dinger aktivieren, als wenn die Fee das aktiviert. Ihr habt die falsche Note gespielt. Ach so, jetzt sind sie wieder an der Eingangsposition. Okay. So, nochmal. Also, 1, 2... 3. Ich glaube, wir haben schon wieder was falsch gemacht. Das war gar nicht so falsch letztes Mal. Ja, sind wunderhübsch die Noten. Ganz toll. So, wir machen das nochmal falsch. Ja. Und dann machen wir das nächste Mal einfach richtig. Ja, ich weiß. Wir haben das Falsche gespielt. Es tut mir leid. I'm sorry. Also. Wir fliegen jetzt einfach hinterher. Also das Rätsel ist nicht so kompliziert, wie ich mir das jetzt gerade gemacht habe.
Es ist wirklich einfach nur ihr Hinterhergerenne. Da bin ich ja ein bisschen enttäuscht, ja. Ich dachte, man muss wie früher Monkey Island, Riven, solche Geschichten, Sachen aufschreiben und richtig ein bisschen selber denken. Anscheinend versage ich da trotzdem. Aber das ist ja auch egal. So, hier. Was war das? Es war auf jeden Fall ein Klang. Und die Fee hat sich mit einem aufgelöst. Ja. Bisschen haben wir noch. Wir hängen jetzt einfach gleich das... Hängen wir das jetzt ran? Oder habe ich jetzt 10 Minuten? Ich weiß nicht. Nee, ich würde sagen, wir... Zur Not ist die Folge kürzer oder machen wir sie länger. Es ist Mittwoch. Und wenn am Dienstag eine Uhr umfällt, dann machen wir jetzt einfach länger. So. Das ist die Logik des Spiels. Ich schneide euch den Weg aber raus. Bis gleich also. Beim nächsten Rätselraum. So, da wären wir auch schon beim Raum des Rauchs. Rätsel des Rauchs. Rätsel des Lauchs. Wen haben wir denn diesmal? Wer ist denn da? Klopft da wer? So. Ein Luftelementar. Finde ich gut. Und wir haben hier wieder Skelette. Das ist alles gar kein Problem. Ja, ich würde sagen, er wurde massiv überrannt. Da hinten haben wir doch wieder einen Wiedergänger und noch ein paar Mumien. Und hier nochmal ein Skelettkrieger. Oh, der hat die Reihen durchbrochen. Kostet meine Wut. Dem Tode nahe. Ich würde sagen, ja. So, die Mumie attackieren wir gleich mal von hier. Dann kommt die vielleicht gar nicht an Dalen heran. Weil Dalen mag Mumien nicht so. Der hat mal früher auf einem Kindergartengeburtstag. Kennt ihr... Malanie, willst du mich wieder angreifen? Nö, gut. Dramatische Musik hier. Kennt ihr dieses Spiel auf Kindergeburtstagen noch von früher? So mit Klopapier Leute einwickeln? Ja, genau. Da hat Dalen halt ganz schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ganz schlechte. Nein, nein, Luftelementar. Stopp, 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 stopp. Das wollen wir nicht. Nein, das wollen wir nicht. Seht ihr, der Kampf war so schnell vorbei, das hätte sich gar nicht gelohnt, da eine extra Folge zuzumachen. Eine Staffelei? Was ist denn da drauf? Können wir ja gleich mal gucken. Nein, nein, nein. Ja, okay. Von mir aus hast du eh schon kaputt gemacht. Klarheit. Ah ja, hier sind die verschiedenen Pulver und hier haben wir eine Staffelei. Eine Notiz befindet sich auf der Staffelei. Eine langatmige Abhandlung über die Schöpferrasse. Die Alten hatten einen starken Glauben an die Macht mancher Edelsteine, die einer strikten Rangordnung unterlagen. Als am wenigsten magisch galt der Malachit, galten als mächtig, doch am begabtesten, begehrtesten war der Smaragd. Also wir haben Malachit, Malachit, dann... habe ich es schon wieder vergessen. Amethyste. Und dann Smaragd. Mit G. Ich habe mich jetzt ernsthaft gefragt, schreibt man Smaragd mit C oder mit K? Smaragd. Ja. Das ist so, wenn man hier eine Konsonantenschwäche hat. Wie ist das Rätsel mit den Pulvern? Wir sprechen heute besonders klar, weil wir einen Strohhalm im Mund haben. Oh ja. Entschuldigung. Ich habe hier den epischen Kaffeebecher. Seelengebunden. Plus 89 auf Beweglichkeit und 112 auf Ausdauer. Der Sockelbonus für den Zuckersockel ist 25 Intelligenz. Hält wahrscheinlich aber nicht so lange mit dem Zucker. Vor allem, wenn man Diabetes oder so hat, was ich nicht habe, zum Glück. Noch nicht wahrscheinlich. Volkskrankheit Diabetes.
Ritual des Rauchs. Geweihte Pulver auf das heilige Kohlebecken. Und zwar so, dass ihre Verbindung der absteigenden randvollen Steine im Sockel des Kohlebeckens entsprechen. Was hast du denn hier für einen Sockel? Steht das dran? Nein, steht das nicht. Aber wir haben ja verschiedene Dinge. Das wäre jetzt gut zu wissen. Ein Smaragd ist... gut, ich glaube, Smaragde sind doch grün. Oder müssen wir jetzt mischen? Ich würde sagen, mischen, ja. Ich glaube, wir müssen mischen. Amethysten. So, ich glaube so, ne? Haben wir zufällig... Also, nee, das ist ein Alexandrit. Verdammt. Saphir. Smaragd. Smaragd war doch grün. Oder? Ja. Ich würde sagen, ja. Dann haben wir es, glaube ich, aber richtig gemischt. Weil... Feueropal. Alexandrit. Jetzt haben wir ja klar plötzlich nur noch einen einzigen Succubusstein. Jetzt haben wir plötzlich keine Beispielsteine mehr. Ein paar Köpfe. Weil wir natürlich alles verkauft haben. Naja, ich würde sagen, wir speichern mal kurz. So, jetzt habe ich mir noch aufgeschrieben, dass ich hier viel schneiden muss. Ach, hier sind doch die Farben. Ich bin ja auch ein Depp, oder? Ich würde mal sagen, der Malachit ist dieses Violette. Der Smaragd ist natürlich das Grüne und das andere ist das Gelbe. Dann müssen wir jetzt zuerst den Malachit machen. Das war... Gelb. Oder orange. Ich glaube, das war nicht so falsch. Dann der ist lila. Und dann haben wir am Ende noch den Smaragd. Und ich glaube, der Malachit war einfach gelb. Und jetzt haben wir hier grün. Und unser Tagebuch wurde aktualisiert. Alle haben es richtig gemacht. Sehr schön. Huh. Das war auch ein schönes Rätsel. Ich mag Rätsel in Dungeons. Ich habe mich ja ehrlich gesagt gefreut, als es hieß Rätsel bei Skyrim. Rätseltüren. Ich frage mich, ob man da hätte mehr rausholen können. Aber Skyrim, das ist so irgendwie... Man stellt Basics... Man muss ja eine ziemlich breite Masse, also man hat versucht, eine ziemlich breite Masse an Zuschauern abzudecken. Von Leuten, die eben gerne auch mal Rätsel haben möchten, bis Leute, die Crafting im Spiel haben möchten und Leute, die das normale Quest-Gameplay haben möchten. Und Skyrim ist halt ein sehr offenes Spiel und ich glaube, die Leute, die dann bestimmten Aspekt des Gameplays bevorzugt haben, der in anderen Teilen von Elder Scrolls weiter hervorgehoben war, als jetzt da, die sagen jetzt, die Spielereihe hat abgebaut, aber ich würde sagen, sie ist halt nur ein bisschen breiter geworden und dadurch eben auch also ich meine, die Spielreihe ist ja immer sehr modbar gewesen. Wenn man sich jetzt irgendwie was besonders rauspicken möchte, kann man sich, glaube ich, dann auch auf die Mods konzentrieren. Aber die Spielwelt ist halt einfach so groß, du kannst ja einfach das rauspicken, was du haben möchtest. Und dann ist das auch so. Ich wollte eigentlich sagen, ja, Mitte der Woche spielt man wieder Skyrim. Gehabt euch wohl! Viel Spaß dabei!